Vertikales Farming. Leute, ich glaube, da hat jemand was falsch verstanden. Es geht um vertikales Farming, nicht um ein vertikales Studio. Ja, so passt das. Dankeschön. Hier, Hebebühne statt Traktoren. Plastikvlies statt Muttererde. Bauern mit Mundschutz und Neonröhren statt echter Sonne. Diese Farm bei New York liefert 2 Tonnen Gemüse nach Manhattan pro Tag. Ist das eine coole Lösung auch für uns? Kommt bald all unser Essen aus solchen Laboren? Wir sagen es Ihnen. Wir reisen nach Newark in den Bundesstaat New Jersey. Wir sind keine 10 Kilometer von Manhattan entfernt, in Sichtweite des Flughafens. Eine Farm müsste man doch eigentlich aus der Luft erkennen. Wir lassen unsere Drohne steigen. Aber wir sehen weder Misthaufen noch Erde oder Traktoren. Nur die schöne Skyline von New York. Strohballen, Silos oder Wasserspeicher? Fehlanzeige. Keine Hinweise auf Landwirtschaft. Auch Mark Oshima, mit dem wir verabredet sind, hat offensichtlich noch nie einen Acker bestellt. Er sieht eher aus wie ein Investmentbanker. Das ist ein neuartiger Bauernhof. Es ist die einzige Lösung, wenn man mitten in der Stadt Gemüse anbauen will. Damit haben wir nicht gerechnet. Wir müssen uns ganze 10 Minuten waschen, umkleiden, desinfizieren, wie vor einer OP. Und das nur für Gemüse? Wir haben Luftduschen, damit es Schädlinge gar nicht erst hier reinschaffen. Das ist wichtig, weil wir ganz ohne Pestizide arbeiten. Unser Produkt ist extrem sauber und man kann es ohne Waschen essen. Salat ohne Sand und Raupen? Wir sind gespannt und dürfen endlich eintreten. Das ist gigantisch. Bis unter das Dach in 12 Metern Höhe reihen sich endlose Regale. Und warum diese komische Lichtfarbe? Ist ja wie im Comic. Wir entdecken Salate und Kräuter. Aber gibt es auch Tomaten und Kartoffeln? Wir wollen gerade das Regal filmen, aber Mark stoppt uns. Bitte kümmere dich darum, dass die Regale da hinten nicht gefilmt werden. Warum? Mark klärt uns auf. Die gesamte Technologie von den Lampen bis zur Bewässerung ist ihre eigene Entwicklung. Es gibt Geheimnisse, die soll die Konkurrenz nicht erfahren. Auf dem Feld brauchen diese Pflanzen 30 bis 40 Tage bis zur Ernte. Wir schaffen das in weniger als 2 Wochen. Das ist einzigartig. Der Anbau unter freiem Himmel ist eine große Herausforderung und kaum kontrollierbar. Hier können wir den Pflanzen genau das geben, was sie brauchen. Aber warum haben sie die Beete übereinander gestapelt? Das darf Mark verraten. So vergrößert sich die Anbaufläche enorm. Die 6500 Quadratmeter hier drin entsprechen unglaublichen 38 Fußballfeldern in der freien Natur. Angeblich können sie sogar den Geschmack der Pflanzen verändern. Aber wie werden sie versorgt? Wir haben kein Wasser gesehen. Wir haben eine spezielle Bewässerung. Die Wurzeln hängen in der Luft, werden nur mit Nährlösung besprüht. Daher brauchen wir 95% weniger Wasser. Klingt zu schön, um wahr zu sein. Aber die Farm produziert tatsächlich, und das ist nicht wenig, 2 Tonnen Salat pro Tag. Und wo verkaufen sie das ganze Grünzeug? Hier gibt es doch nur Industrie. Der Salat ist für New York und Umgebung. Weil die Farm direkt am Highway liegt, sind wir in knapp 30 Minuten an der nächsten Ladentheke. Die größte Supermarktkette des Landes hat den Turbosalat im Regal. Ist er billiger als der Salat vom Feld? Zu unserer Überraschung nicht. Umgerechnet 3,30 Euro die Packung. Was an Wasser und Zeit gespart wird, kostet mehr an Energie- und Computerkosten. Wirken sich die kurzen Wege auf die Qualität aus? Das kann uns Marktmanager Seth beantworten. Er hat früher als Koch gearbeitet. Die Qualität ist unerreicht. Das schafft kein Wettbewerber. Kein Wunder, denn 95% des Salats, der in New York verkauft wird, kommt aus Kalifornien. Von hier reist er 5000 Kilometer in den Osten, braucht mindestens 5 Tage, bis er im Supermarkt steht. Ein enormer Spritverbrauch. Und die Qualität leidet auch. Aber es ist nicht nur die Frische, die Seth begeistert.
Ich habe alle Sorten probiert und jede für sich schmeckt unglaublich. Man kann diesen Salat einfach nicht mit anderen vergleichen. So gut ist er. Klar, Seth will möglichst viel Turbosalat verkaufen. Kein Wunder, dass er davon schwärmt. Aber können die wirklich den Geschmack beeinflussen und verbessern? Dieser Frage gehen wir gleich noch nach. Gründer Mark geht es um mehr als nur die Farbe des Salats zu verändern. Die Weltbevölkerung wächst stetig. 2050 werden es 9 Milliarden Menschen sein. Schätzungen zufolge brauchen wir dann 50% mehr Lebensmittel als heute. Gleichzeitig verlieren wir Ackerland. Wasser ist unsere wertvollste Ressource, aber wir verbrauchen 70% davon in der Landwirtschaft, die auch der größte Wasserverschmutzer ist. Wir müssen also neue Wege gehen. Zurück im Bauernhof der Zukunft. Was machen Sie konkret anders als normale Bauern? Erde sehen wir nicht. Es gibt nur ein Tuch, auf dem die Pflanzen wurzeln. Was ist das? Das wird aufgespannt und es dient als Boden. Darauf sehen wir aus. Die Pflanzen keimen und wachsen darin. Wir ernten sie auch davon. Es ist wiederverwendbar. Nach Gebrauch waschen wir es. Und wir können alle möglichen Pflanzen darauf anbauen. Das Beste ist, der Stoff ist aus Abfall hergestellt. Dieses Stück besteht aus 100 Plastikflaschen. Nicht nur Salat und Microgreens wachsen auf dem Kunststoffvlies. Mark und sein Team haben bereits erfolgreich Möhren, Beeren, Kartoffeln und Tomaten geerntet. Die Pflanzen wurzeln einfach durch das Vlies durch. Alles doppelt so schnell wie auf einer traditionellen Farm. Zeigen dürfen wir das nicht. Aus Angst vor der Konkurrenz. Außerdem denkt Mark ökonomisch. Mit Salat lässt sich einfach mehr Geld verdienen. Klar schauen wir, was sich am besten verkauft. Eine der größten Herausforderungen auf dem Feld sind Erdbeeren. Und wir machen tolle, wundervolle Erdbeeren. Aber mit Blattsalaten verdienen wir am meisten. Trotzdem forschen wir und testen, was sich noch alles anbauen lässt. We're working on different trials and access to different opportunities. Und wie funktioniert das mit dem Anbau? Klettern die Mitarbeiter zum Aussäen auf die Regale? Auch dafür hat das Team eine clevere Lösung. Die Samen werden auf Vliespaletten vorgekeimt und dann wie in einem Baukasten einfach in die Regale geschoben. Funktioniert ohne Traktor oder Ackerumgraben. Wir treffen auch keine Landwirte, sondern nur Wissenschaftler, wie Michael. Er ist Biologe und Programmierer. Vielleicht kann er uns verraten, warum der Superbauernhof fast menschenleer ist. Wir haben hier eine Sensormatrix mit 30.000 Messpunkten. An jeder Maschine haben wir Sensoren, mal sichtbar, mal unsichtbar. Es werden jede Sekunde Tausende von Daten gesammelt. So wissen wir immer ganz genau, was hier passiert. All the data we need. Bauernregeln und Bauchgefühl? Zu ungenau. Hier läuft ohne Computer und Datenbank nichts mehr. So genau überwachen sie die Pflanzen, dass sie die perfekte Wachstumsumgebung erzeugen können. Von der Aussaat bis zur Ernte vergehen gerade mal 2 Wochen. Wir haben da sehr viel Arbeit reingesteckt und wissen wirklich viel über die Pflanzen. Wie wir das Wachstum beschleunigen, das Aussehen verändern und auch den Geschmack steuern können. Richtig gehört. Sogar den Geschmack können sie verändern. Den Rucola schärfer oder die Wasserkresse fruchtiger schmecken lassen. Das wollen wir am liebsten sofort probieren. Aber einfach selber pflücken? Hygiene und Mundschutz lassen das nicht zu. Dürfen wir denn später probieren? Michael macht uns nämlich ganz schön den Mund wässrig. Ich habe mir angewöhnt, Salat ohne Dressing zu essen. Unsere Pflanzen sind einfach so ein Geschmackserlebnis. Klar, ich bin voreingenommen, aber ich habe wirklich nie etwas Besseres gegessen. Und wie kriegen Sie den Salat wieder runter? Überraschend einfach. Fertige Paletten einsammeln. Eine Maschine trennt Pflanze vom Vlies.
Weil sie keinen Krümel Erde gesehen hat, muss man sie nicht waschen. Und sie kommt ohne Umwege in die Verpackung. Jetzt endlich dürfen wir probieren. Die Leute essen rohen Kohl, weil er gesund ist. Aber bei uns schmeckt er auch gut. Ja, der ist wirklich lecker. Ja, er hat so einen pfeffrigen Punch. Und wir essen ihn direkt aus der Box. Ja, und er hat eine süße Note. Unser Rucola schmeckt so fantastisch, weil wir ihn so anbauen. Also die Wasserkresse schmeckt auch super. Das Wichtigste, wir können das ganze Jahr über immer die gleiche Qualität liefern. »24 Stunden von der Ernte ins Supermarktregal. Unabhängig vom Wetter. 365 Tage im Jahr. Kein Wunder, dass Investoren vom Konzept überzeugt sind und Schlange stehen. Über 300 Millionen Euro haben sie bislang eingesammelt. Auch deutsche Lebensmittelkonzerne sind interessiert. Wir konzentrieren uns darauf, wie wir mehr Farmen weltweit in großen Städten bauen können. Auch in Deutschland. Die Deutschen schätzen gute Qualität, den Anbau ohne Pestizide und die große Wasserersparnis. Mittlerweile gibt es 6 Farmen in New Jersey und New York. Das nächste Großprojekt ist in Abu Dhabi geplant. Geht es nach Mark Oshima, ist es auch in Deutschland nur noch eine Frage der Zeit, bis wir unser Gemüse aus der Superfarm und nicht mehr vom Feld bekommen.